So, neuer Mario Bros. U Speedrun-Versuch, wenn das, nachdem der letzte ja sehr gut war, ich laber meinen Text von gerade eben gleich nochmal durch. Die Zeichen stehen nicht gut für heute, weil ich den ersten Run gerade nach 30 Sekunden gequittet habe. Also, der letzte Run, tatsächlich nur 51,5 Minuten, deutlich besser, als ich ihm Credit für gegeben habe. Es waren wenige wirklich große Fehler drin. Natürlich habe ich jetzt nicht optimale Routen und sowas genommen, aber nur ein Tod, trotzdem relativ schnell. Ich habe das Gefühl, ich habe dem Run ein bisschen zu wenig Credit dafür gegeben, was er war. Ich plane jetzt hin und wieder solche Runs zu machen. Mit dem Ziel Sub 50 Minutes. Wobei man sagen muss, hätten wir letztes Mal nicht diesen einen bescheuerten Tod gehabt, hätten wir das auch im First Try geschafft. Ich will versuchen, auch das bei speedrun.com einzureichen. Problem ist, es dürfte nicht zählen, wenn Cut drin ist. Und mein Handy setzt nach irgendwie 45 Minuten Video automatisch einen. Das heißt, wenn irgendwer von speedrun.com das gerade sieht und Deutsch ist, sorry, ich kann's nicht ändern. Hoffen wir einfach, dass ich so abgehe, dass ich Sub 45 bleibe, lol. Also, und wir hoffen, dass ich nicht nochmal beim ersten Gegner verrecke und danach. Ich wollte noch nicht aufgeben, nur weil ich beim ersten Gegner verreckt bin. Das sind irgendwie 15 Sekunden. Die sind mir jetzt nicht so wichtig. Ich will ja keinen Weltrekord. Aber als ich dann im zweiten Versuch auch noch den Gegner zwar besiegt habe, aber dann den scheiß Eichelpilz nicht bekommen habe, er gesagt, erst verfehlt, ein bisschen zurückrennen musste und dann, ich habe übrigens diesmal einen richtigen Timer nebendran laufen. Okay, habe ungefähr eine Sekunde zu früh gestartet, aber egal. Und dann noch an der nächsten Röhre hängen geblieben bin. Der hier. Da habe ich dann gequittet. Das war ein sehr guter Run. Das zerstört jetzt den fucking Level 1 Run. Ist das dein Ernst? Ich bin so gut durchgekommen dafür, dass ich jetzt hier nochmal 20 Sekunden oder so verliere, weil ich eine fucking Schnapszahl hatte. Are you fucking kidding me? Was ist denn das für ein Run-Begin? Was ist denn das für ein Run-Begin? In dem Level bringt mir der Eichelpilz nicht viel. Die Feuerblume bringt mir sowohl in diesem als auch im nächsten Level mehr. Sehr guter Beginn. Hust, hust, hust. Dieses Mal nicht blöd drauf reinfallen, der Secret Exit ist später. Das ist auch die Sache, ich habe bei zwei Secret Exits ein wenig verkackt. Und natürlich steht auf dem Plan, dass das nicht nochmal passiert. Und zwar bei diesem hier und dem Geisterhaus in Welt 7. Also an sich bin ich der Meinung, dass ich wieder gut durchgekommen bin durch das Level. Die ersten beiden waren gut. Aber diese Scheiß-Schnapszahl am Ende von Level 1 fuckt mich gerade ab. Okay.
ganz guter Run. Wir sind noch nicht auf 3 Minuten. Aber wenn ich mir vorstelle, dass wir jetzt auf 2,5 ungefähr wären. Es ist so fucking unlucky. Vor allem hätte ich es gesehen, hätte ich einfach noch eine Sekunde gewartet. Ja, ich wäre eine Sekunde später im Ziel gewesen und hätte mir dafür dann irgendwie 20 gespart. Ja, ja, rast nur aus da drüben. Also ausrasten tut er definitiv noch nicht, aber... Ich glaube, ich soll auch nicht die ganze Zeit auf die Zeit gucken. Ich habe das Gefühl, ich mache mir selber gerade zu viel Druck. Es geht mir auch definitiv nicht drum, den Run hier heute... dass ich eine bessere Zeit bekomme als beim letzten. Weil wirklich, im Nachhinein habe ich erst realisiert, dass der letzte schon echt gut war. Vor allem in diesem Level kann auch einiges schief gehen, da muss ich aufpassen. Hier nicht zu kacke hängen bleiben, bitte. Okay, ich glaube, das habe ich gerade bisher ganz gut gemacht. Die Feuerblume ist zu wichtig, als dass ich sie jetzt hier rauswerfe. Bad. Es war bad. Hallo, lass mich durch. Okay. Wenn der jetzt noch die Röhre blockiert hätte, Damage boosten, wäre schon unlucky gewesen. Damage boosten müssen da an der Stelle, wäre schon unlucky gewesen. Da kann man nichts sagen. Ja, ich glaube... Nee, letztes Mal bin ich, glaube ich, mit Feuerblume rausgegangen. Aber es ist jetzt nicht so wichtig. Ich weiß nur, dass ich, glaube ich, im nächsten Level am meisten vom gesamten Run gehittet wurde. Aber die wirklich intensen Stellen kommen eigentlich ab Welt 7. Da kommt dann wirklich ein Haufen von Leveln oder kurz vor Welt 7. Oh, halt dein Maul mit Miwas. Also das erste Level im Run, vor dem ich ein bisschen Angst habe, ist das Parakäfer-Level. Der Tower hier in Welt 5 ist auch nicht ganz ungefährlich. Dann haben wir, also ich sag so, 7-1 ist definitiv machbar. Aber ich darf da auch nicht blöd sein. Dann Kamex Tower mag ich halt absolut nicht, das Level. Es gibt einiges, was schief gehen kann. So, die Stellen im Run, vor denen ich am meisten Respekt habe, ist wahrscheinlich Ludwigs Uhrwerkfestung, 8-1 und seit dem letzten, durch den letzten Run auch das Finale. Ja, bisschen Zeit wieder verloren. Der Run in dem Level war bisher aber sehr gut und ich glaube, die Feuerblume ist das wert. Ja, hier gehe ich jetzt aber. Letztes Mal habe ich dieses Level klein verlassen und ich war trotzdem sehr sicher schneller dieses Mal. Nein! Also komm! Das ist jetzt der Run-Killer dieses Mal. Das ist doch echt Verarsche. Das ist doch echt eine Verarsche.
Als ob das mir jetzt den Run hier so zerstört. Dass ich mehrfach diesen Scheiß bekomme. Ja, heul nicht. Alter, ich bin gerade schon ein bisschen salzig, muss ich zugeben. Aber das ist, denke ich, auch verständlich. Ich habe bisher 4 Level gezockt und in 2 von denen irgendwie 15 Sekunden verloren, weil dieser Scheiße da passiert ist. Also for real. Und du hör eigentlich auf rumzuheulen. Ich bin der Meinung, dass dieses Level gut ist. Ich bin allgemein der Meinung, ich habe diese beiden Wahlen richtig getroffen. Hier gibt's einen Eichelpilz, oder? Der ist definitiv diese paar Sekunden, die ich da verliere, wert. Da gerade ein bisschen reingeschissen. Also ich habe das Gefühl, ich komme durch die Level besser durch als beim letzten Run, aber es sind immer noch Fehler drin teilweise. So, jetzt hier. Das haben wir letztes Mal gelernt. Nix rushen einfach. Nix rushen. Wir können nicht viel verändern hier. Also Hauptsache, ruhig bleiben, nicht sterben. Das ist in diesem Level das Wichtige. Wir können hier in der ersten Hälfte sowieso kein bisschen was skippen. Wir brauchen den Schlangenblock ja, um in die Röhre am Ende zu kommen. Das heißt, einfach mit dem Schlangenblock mitlaufen, möglichst weit vorne am besten oder an solchen Stellen hier halt sowas machen. Die Starcoin juckt mich ja nicht. In diesem Level ist wirklich Hetzen. Es klingt dumm, aber es gibt Level in diesem Speedrun, in denen wirklich Tempo machen wollen die schlechteste Idee ist. Ich gewinne nichts daraus hier. Ah, scheiße. Das ist mir jetzt ja auch erst aufgefallen. Ich habe letztes... Oh mein Gott, letztes Mal war hier doch die Hälfte der Zeit klein. Das ist ja noch kranker, wenn ich jetzt bedenke, dass ich den Checkpoint geskippt habe. Das hieße, ein falscher Tritt hätte so viel Zeit gekostet dann beim letzten Mal. Okay, ich warte. Das Ziel ist definitiv, es dieses Mal nicht so knapp werden zu lassen. Ducken, weiter. Bisschen close. Im nächsten Level bringt mir ein Eichelpilz nicht viel, aber es ist relativ unwichtig, würde ich sagen. Wir sind, glaube ich, ganz gut dabei. Es sind wieder kleinere Fehler drin, aber insgesamt ist der Run bisher solider. Ich lasse ihn einmal springen und dann punische ich ihn. So, keine Gnade, einfach zerstören. Einfach zerstören. Dieses Level lief deutlich besser als letztes Mal.
Ja, ich darf wirklich nicht auf meine Videozeit achten, deswegen habe ich mir einen Timer nebendran gestellt. Meine Videozeit ist schon ein Stückchen weiter. Wir sind im Moment auf 13 Minuten. Ich denke, 13 Minuten 16 bis zu dieser Stelle ist schon ganz gut, auch wenn es halt wirklich so sehr schmerzt. Diese scheiß Pilzhaus-Gedöns-Events. Hier in dem Level ist es halt wirklich wichtig, die Route zu kennen, was wir aber tun. Eigentlich ist das ein bisschen Verschwendung, sogar den hier zu holen. Aber wir sind einfach deutlich besser ausgerüstet im Moment. Man muss aber auch sagen, wir hatten zwar einen Tod im letzten Run, aber lieber hat man diesen Tod in so einem Level, wie wir es hatten, als in einem der vielen Scrolling-Level, die es auf der Route gibt. Man merkt vielleicht auch, ich rede in diesem Run schon deutlich weniger als im letzten. Unter anderem halt, weil letztes Mal. Oh Gott, ich sehe gerade eine Sekunde. Im letzten habe ich mir auch wirklich nur gedacht, ich spiele das Spiel jetzt halt mal durch und versuche dabei schnell zu sein. Und inzwischen weiß ich, dass ich tatsächlich eine gute Zeit aufstellen kann, wenn ich mich hier reinhänge. Also, jetzt wieder ein Level. Es ist Scrolling. Einfach nicht unruhig werden. Das ist wirklich, glaube ich, die Sache, die man sich am meisten bewusst machen muss in diesem Run. Dass man einfach. Es darf nicht Nervosität aufkommen. Auch wenn man in einem Scrolling-Level ist. Oder eher gesagt, erst recht dann nicht. Man kann hier nicht viel machen, was Speed angeht. Deswegen ist das Beste, was man machen kann, ruhig bleiben und das Ganze einfach stabil über die Bühne bringen. Dieses Level hassen ja viele Spieler ziemlich, weiß ich. Ich meine, ich habe kein großes Problem mit dem Level an sich. Auch wenn es in so einem Run natürlich schon ein bisschen nervös macht. Wobei ich auch auf jeden Fall sagen muss, Eichelpilz ganz wichtig hier. Die Starcoin hier könnte ich auch noch locker gönnen. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, genau. So ist das gut hier, das zu machen. Zack. Für dich bekommt man zwar keine Warnung, aber egal. Okay, ein potenziell gefährliches Level haben wir. Er gesagt, okay, natürlich, je nachdem, wie man es sieht, ist jedes Level potenziell gefährlich. Und ich sehe, ich war schon wieder nur eine Sekunde dran vorbei. Das ist halt wirklich die Sache. Man achtet nicht auf den Level-Timer, wenn man hier so durchrusht. Das heißt, ich hatte auch Glück im letzten Run, dass ich wirklich in keinem Level, außer vielleicht Boss-Leveln, da juckt's nicht, einfach diesen Timer hatte. Also, wir sind nach 17 Minuten 40 in Welt 7 angekommen.
Ich überlege gerade, wie lang es letztes Mal ungefähr bis Kamek war, aber wir müssen eigentlich schneller sein bisher. Wir müssen eigentlich schneller sein, wenn ich mal logisch überlege. Wir hatten in beiden Runs keine großen Fehler, aber hier waren wir einfach nochmal ein bisschen stabiler. Okay, ich muss dich leider zum A-Antrieb bewegen. Bisschen unnötig von mir. Ja, und hier brauche ich halt die Wolke, ist das Problem. Als ob du so lange draußen bleibst! Scheiße! Okay, mattert nicht. Es hat nicht groß gemattert, weil ich direkt einen neuen bekommen habe. Hier kann man gut durch ohne Wolke. Das ist wahrscheinlich die einzige Passage, in der das wirklich stabil geht. Deswegen sollte man diese Gelegenheit nutzen. Ich bin sehr sicher, dass es nicht schneller geht, wenn ich die Röhre dann nehme und über Secret gehe. Vor allem komme ich dann nicht auch noch hier wieder raus. Gut, durch das Level sind wir auch stabil durchgekommen. Durch das Level sind wir auch stabil durchgekommen. Als nächstes kommt dieses Fuzzy-Yoshi-Gedöns-Level. Ich bin mir halt echt nicht sicher, auch weil ich nicht mehr weiß, was hier das an... Wir gehen jetzt mal das Risiko ein. Hin und her, Hügel. Das Level! Ich glaube, das ist eine schlechte Wahl, oder? Mit dem Eichelpilz und nicht auf Starcoins gespielt. Könnte dieses Level in relativ kurzer Zeit machbar sein. Und ich habe halt vor allem das Gefühl, es ist ein gutes Stück safer als das andere. Nein! Oh mein Gott, wie scheiße. Oh mein Gott, wie scheiße. Ich glaube, das Level ist die bessere Wahl. Das sage ich, wie es ist. Das Level ist die bessere Wahl, das hier. Das ging jetzt schnell. Aber das Ende habe ich verkackt. Aber wenn ich mir diese paar Frames Zeit nehme und den Pilz, den ich geschenkt bekommen habe, hier nutze, dann kann ich mir hier instant den Eichelpilz holen. Scheiße. Nein, ich bin so bad. Ich bin zu schlecht. Das hier ist ein guter Skip, aber wenn man ihn erst im dritten Versuch schafft, dann ist natürlich die Viability auch ein bisschen runtergesetzt.
Ich wusste nicht mehr, dass hier ein Secret war. Hier darf ich jetzt nicht zögern. Wenn ich getroffen werde, passiert's. Hauptsache so, schnell durch. Nicht mein glorreichster Run dieses Levels, aber es ist in Ordnung. Bisher dürfte die Zeit nicht wirklich unterschiedlich sein, aber wir wissen alle, am meisten Zeit rausgeworfen habe ich sowieso am Ende des letzten Runs. Das hat noch gezählt. In diesem Kampf habe ich auch ein bisschen Zeit verloren. Okay, das ist wichtig. Der hat anscheinend eine deutlich längere Hitbox. Oder Hurtbox, als ich dachte. Man kann ihn auf Deutsch für eine längere Zeit treffen. Ja, okay, so lange nicht. Scheiße, du Arschloch! Ich dachte, ich hab noch nen. Ah, wieder. Ich dachte, er macht erst beim dritten Mal. Ich glaube, wir sind wirklich ein paar Sekunden vor unserem letzten Run im Moment. Aber jetzt kommt erst die Zeit, in der wir richtigen Vorsprung aufbauen können. Weil jetzt kommt das erste Level, in dem wir relativ verschissen haben im ersten Run. Auswendig weiß ich leider auch nicht mehr, wann ich wohin muss, aber ich weiß, wann ich zum Secret Exit komme. So, erst muss ich hier rein. Hier kann ich nicht viel machen, um Tempo zu machen. Hier muss ich einfach warten, bis ich durch bin. Die erste Tür ist ein Fake, die zweite ist dann die richtige. Die da können ein bisschen nerven. Also egal, ob das Video jetzt am Ende automatisch cuttet oder nicht, ich werde euch auf jeden Fall... Scheiße! Ich glaube, dieser Raum ist komplett unnötig. Das ist ein ganz großer Fehler. Der ist unnötig. Ich darf den nicht nehmen. Der ist nur für die Starcoin und... Wir spielen hier keinen 100% Run, sondern Any Percent. Dann kommen wir hier unten wieder raus, was eben kompletter Kack ist. Diese Sekunden waren verschwendet. Ich glaube, hier die Tür war es, danach kann ich zum Secret Exit. Hier kann man auch durch, bevor ein Einzelner einschlägt, das ist wichtig. So, jetzt kann ich zum Secret Exit. Scheiß aufs Trampolin, wozu brauchen wir das? Oh, ich bin behindert. Nein, und dadurch habe ich hier jetzt das Timing verbaut. Wenn ich jetzt nicht noch auf einer Schnapszahl im Ziel lande, ist es aber okay. Ich habe das Level dann trotzdem schneller fertig bekommen. Ich habe kurz Angst. Ich habe gerade kurz rechts oben in die Ecke geguckt. Und weil die Sekunden ja relativ schnell laufen in dem Game, hätten 288 passieren können. Und Gott, hätten die mich abgefuckt. Wir haben das Level auch in diesem Run nicht gut gespielt. Aber besser als im letzten.
So, jetzt kommt ein Level, das wir eigentlich sehr okay gespielt haben letztes Mal. Egal. Ich bin der Meinung, letztes Mal haben wir dieses Level okay gemacht, dieses Mal wirklich gut. Ich bin an einigen Stellen deutlich schneller gewesen. Dieser eine Feuerball-Dodge am Anfang war, glaube ich, der closeste Dodge in meinem Leben. Wir haben das Level gut durchbekommen. Das ist wichtig. Noch nicht auf einer halben Stunde bisher. So, hier in dem Kampf wäre es jetzt schön, wenn wir es schaffen, dass er nur beim ersten Mal hochfliegt. Haben wir letztes Mal ja nicht. Ist eigentlich die Reihenfolge geskriptet? Ich habe das Gefühl, das ist immer dieselbe. So. Also von wo der richtige ist, die Reihenfolge. Okay, wichtig. Ich glaube, er geht jetzt hier... Hier wieder zurück und raus. Sehr schön. Wir haben Ludwigs Urbeck-Festung. Ist, glaube ich, das Level mit der höchsten Verbesserung bisher. In der Sekunde, in der ich ihn getötet habe, haben wir genau die 30 Minuten erreicht. Ich sag's so, wir sind jetzt nicht auf 45er-Kurs, aber wir sind auf einem guten Kurs. Wir sind auf einem guten Kurs. Jetzt kommt halt wieder ein Level, in dem wirklich einfach die Anspannung hoch ist. Und wir haben gelernt vom letzten Mal. Man kann Bowser Jr. anscheinend nicht durch den Eichelpilz früher beschaden. Also einfach nicht paniken in dem Level. Es ist halt Scrolling. Ruhig bleiben, wir können nicht viel ändern. Elementar wird halt wieder, dass wir den Secret Exit in 8.1 nicht verkacken. So, Eichelpilz nehme ich gerne. Ich weiß jetzt zwar nicht, inwiefern der wirklich sinnvoll ist. Also ich bin ehrlich gesagt einfach noch nicht zu 100% überzeugt, dass man Junior wirklich nicht früher treffen kann. Es mag letztes Mal nicht geklappt haben. Aber ich bin der Meinung, dass ich einfach nicht ganz richtig getroffen habe. So, ja, er täuscht an und geht dann doch nicht. Hui. Sorry, dass ich dir das sagen muss, aber ich brauch dich nicht. Ja, ich hätte hier wieder vorne hingehen können, aber es ist halt irrelevant, weil... Hui. Krass, jetzt bin ich vorne. Ich will nicht ganz so schnell machen. Ja, okay, hier schon. Weil ich will nicht zusammengeschlagen werden. Ach, einer der beiden Blöcke, die er lässt, ist sogar der mit dem Item. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, den Block mit dem Item hier würde er zerstören. Gefühlt kann man ja echt die ganze Zeit vorne weglaufen. Einfach nochmal die Starcoin mitnehmen, einfach weil man es kann. Also die Passage ist nicht schwer, wenn man weiß, was man machen muss. Hier ein bisschen aufpassen, gleich kommen Schraubenschlüssel geflogen. Wir können im ganzen Jahr ein bisschen Zeit lassen. So,
die Passage hier, ich sag's halt, wie es ist. Dieses Level ist insgesamt für einen Speedrunner eher Trolling. Wenn man irgendeine Ahnung hat, was man macht, ist es nicht schwer. Aber es dauert. Es ist nicht schwer, aber es dauert. Wir sind auch schon wieder eine Weile drin jetzt. Ich darf nicht so viel auf die Zeit gucken. Das macht mich echt zu nervös. Das hier ist das fünftletzte Level des Runs. Wir liegen sehr sicher gut in der Zeit. Es ist einfach noch wichtig, das, was wirklich den Run entscheiden wird, ist, wie wir im letzten Level performen. Hoi, ihr seid mir gerade egal. Ja, ob ich hier oben oder unten lang gehe, ist auch relativ schnuppig, hier nur eben aufpassen. Ich glaube, oben ist ein bisschen besser sogar für mich. Hier wegen dem Typen aufpassen. Wie gesagt, letztendlich nimmt sich's nicht viel auf beiden Routen. Zack. Ist da noch ein Gegner? Das weiß ich gerade nicht mehr. Ja. Rein, wir sind bei Junior. Ja, in dem Level kann ich halt einfach nicht sagen, wir haben es gut durchgerusht oder nicht. Entweder kommt man durch oder nicht. Und ich bin immer noch nicht überzeugt bei dir. Also, zeig mir die Wahrheit. Erstmal schmeißt du Bomben, ne? Okay, ich hab dafür, ich hab wettmachen können, dass ich das gerade verfehlt habe. Ah, er wirft zwei Ladungen. Oh, er geht nicht auf den Play, den ich dachte. Können die Plattformen bitte respawnen? Das ist mir ein bisschen eng. Da bekomme ich Platzangst. Gut, 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 gut. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schneller waren als beim letzten Mal. Ich hätte gerade fast gesagt, wir haben die zweite Starcoin verpasst, Digga. Wir zocken nicht auf Starcoins. Aber ich bin gerade echt ein bisschen verwirrt. Überschätze ich die letzte Welt gerade vollständig? Wir haben noch 16 Minuten, keine 16 Minuten mehr für den Rekord. Also für meinen Rekord. Für den Weltrekord haben wir noch 1,5. Dabei ist der Run bisher wirklich gut. Das Einzige, was wirklich im Weg steht, sind eben diese scheiß zwei... ihr wisst, was ich meine, wenn ich Pilzhäuser sag. Also diese zwei Item-Encounter. Und ich werde nicht am Cut vorbeikommen, das sehe ich auch schon. Ja, heul nicht. Oder heul zumindest leiser. Und woanders. Auf Deutsch, lass mich durch. Jetzt wird's eben wieder elementar. Letztes Mal war 8-1, glaube ich, tatsächlich eines der besten Level im Run. Und was ich auch noch ausprobieren werde, wenn ich beim Speichern Nein drücke und mir dadurch dann dieser zweite Screen ganz erspart wird, dann ist das auf jeden Fall auch eine wichtige Option, die ich auch nutzen muss. Also da oben wird eben das Elementarste entschieden werden. Ich kann natürlich jetzt auch nicht sicher sagen, dass der Timer genau gleich schnell läuft wie mein Handyuhr. Manchmal ist das ja tatsächlich noch minimal verschieden, auch wenn es bescheuert klingt. Wir wissen ja, dass man hier tatsächlich die Meteoroiden so ziemlich outspeeden kann. Was? Scheiße. Ich dachte, der zerstört den Block, aber die Eisblume bleibt.
Das ist ganz, ganz mies. Hier gibt es keine Eisblume. Ich brauche eine Eisblume. Ich hab verkackt. Nein! Der Run ist zerstört! Der Run ist zerstört! Wir müssen irgendwie das Beste draus machen. Was? Nein, das Level gab's noch! Ich dachte, ich könnte zumindest in einem der beiden Level Tempo machen. Der Run ist komplett zerstört. In diesem Level kann ich alles, aber nicht schnell sein. Der Run ist einfach komplett am Arsch, wegen diesem einen Mistake gerade. Dieser eine Fehler. Es ist so belastend. Und danach kommt dieses Level mit der steigenden und sinkenden Lava. Oder waren es Lavawellen? Eins von beiden. Auf jeden Fall kann ich da auch nicht schnell sein. Das kostet mich vermutlich 5-6 Minuten. Ich meine, ich habe jetzt einfach weitergemacht, weil ich weiß, es sind nur zwei Level, die man hier hat, statt einem Scrolling-Level. Ich dachte, das nimmt sich vielleicht nicht so viel, wenn man durch eines der Level schnell durchkommt. Aber man kommt durch keines schnell. Man kommt durch keines dieser Level schnell durch. Wir müssen jetzt auf jeden Fall verhindern, dass hier auch noch was schief geht. Wir werden definitiv nicht diesen Schalter aktivieren. Der bringt uns absolut gar nichts. Ah, es ist so frustrierend. Ich dachte, ich könnte von hier aus vielleicht schon zum Ziel. Es wäre zu schön gewesen. Es wäre zu schön gewesen. Na Mann! Dass der Run jetzt daran scheitert, ist so bitter. Wir hätten den Rekord bekommen, ich sag's euch. Wir hätten den Rekord bekommen und dann kommt 8-1 Secret Exit. Jetzt sind wir, also wenn wir jetzt sozusagen rechnen. Wir haben sozusagen gerade dieses Level an Zeit verloren. Und in diesem Level kann man halt auch nicht so schnell sein. Ja, schneller ohne Secret Exits, alles klar, Starcoins. Aber hier zum Beispiel, ich konnte es mir nicht mehr erlauben, da noch runterzugehen. Ich muss hier halt überall warten. Und ja, natürlich müsste ich das in dem anderen Level auch, aber... Die Starcoin da unten juckt mich nicht. Zu klopp, ich hab verkackt. Diese Stellen sind so unangenehm. Hm.
Kind. Ich glaube, im Vergleich dazu, wenn wir das andere Level genommen werden, waren das jetzt rund 3,5 Minuten. Nein, du dummes Scheißgame! Ich hatte kurz noch Hoffnung. Wir haben für den Personal Best immer noch 8 Minuten. Aber du Scheißkind! Das könnte jetzt wirklich entscheidend sein für den Personal Best. 3-mal! Uns fehlen jetzt noch 2 Level. Ihr wisst, sobald Bowsers letztes Leben weg ist, in der Sekunde endet der Timer. Und in dem Level können wir wieder nicht sonderlich viel beeinflussen. Ich glaube aber tatsächlich, dass hier Feuerblume besser ist als die Eisblume, die wir letztes Mal hatten. Zum Beispiel hier gegen diese Goombas. Sache ist die, wenn ich einen Gegner einfriere auf diesem Ding hier, dann muss ich trotzdem erstmal das Eis wegwerfen. Dann muss ich trotzdem erstmal das Eis, den Eisblock noch loswerden. Ich bin gerade einfach so seelisch belastet. Jetzt komm her! Ich bin grad so seelisch belastet von diesem scheiß Secret Exit Miss. Nein, diese Münze! Dieses Level läuft auch nicht gut. Peachs Schloss hat jetzt den Run verkackt. Aha. Ich meine, es ist immer noch irgendwo eine Chance auf ein Personal Best. Wenn wir jetzt wirklich im finalen Level alles geben, was wir haben. Ja, und ich habe das mit der Feuerblume auch überschätzt, weil die Bob-Oms gegen die Goombas am Anfang, bin ich immer noch der Meinung, hat meine Aussage gestimmt. Aber okay, das war schön. Und deutlich besser als im First Run hier am Ende. Aber allgemein war das Level nicht besser. Ein Personal Best ist noch nicht außer Griffweite, aber wir müssen in 5,5 Minuten Bowser besiegt haben. In 5,5 Minuten. Und ich sehe, der Cut hat sich gesetzt. Den hätten wir nicht avoiden können, da bin ich sicher. Also in diesem Run, was den Run zerstört hat, war der Secret Exit Miss und die 3 Male, die ich jetzt diesen Scheiß hatte mit dem Item. Also, vor diesem Level habe ich jetzt gehörigen Respekt, seitdem dieses eine Level letztes Mal im Alleingang den Run zerstört hat. Ja, geh da runter, lass mich in Ruhe. Klatsch nur da drauf. Dass er hier hinklatscht, ist fucking wichtig, weil dann campt er uns dieses Mal nicht hier die Plattformen weg. Okay, es war keine perfekte Performance, aber ich glaube auch, ich gehe dieses Mal lieber ein bisschen mehr auf Nummer sicher hier in der Feuerballpassage. Denn wenn ich die Feuerblume mit zu Bowser nehme, vor allem zu Phase 2, dann gibt mir das deutlich mehr Zeit, als ich hier
Andererseits ist das auch nicht schwer, ne? Wie habe ich mich letztes Mal hier treffen lassen? Einfach über Bowser drüber springen kann ich, glaube ich, nicht. Ich mag, ja, es ist nicht die perfekte Strategie. Okay, das war gut, das war gut. Wir haben eine Chance, wir haben eine Chance. Wir sind auf 48-10. Wir haben eine Chance, ein PB zu holen, obwohl wir den 8-1er Secret Exit verkackt haben. Es ist noch nicht rum. Dieses letzte Level haben wir dieses Mal einfach viel besser performt. Aber es wird verdammt knapp. Wir haben jetzt in der Sekunde noch 3 Minuten, um den letzten Kampf abzuschließen. Ich weiß halt nicht, ob das mit der Feuerblume tatsächlich schneller geht. Macht nicht so lang. Also so oder so, der Run ist an sich gut, hat aber wirklich... Der Run war so gut die ganze Zeit. Dieses Mal sogar No Death und nicht einen. Aber diese eine Szene hat ihn zerstört. Wir hätten jetzt den Run schon beendet haben können, da bin ich mir sicher. Wir hätten Sub 50 geschafft, wir hätten sogar Sub 49 geschafft. Wir hätten wahrscheinlich echt irgendwie 47,5 Minuten gehabt. Das geht schneller. Warum springst du nicht? Wir haben verloren. Wir haben den Run verkackt. Warum springt er dieses eine Mal nicht? Wenn wir jetzt noch die Feuerblume hätten, können wir ihn jetzt hier in dieser Situation so zerstören und hätten sein zweites Leben fast weg. Nein, das war der Run-Killer. Das war der Run-Killer. Das war der Run-Killer. Ja, dieses Mal macht er hier gleich einen auf Flummi Double Bounce. Wir haben eine Minute Zeit für den letzten Kill, aber er macht halt so lange seine Scheiße. Er macht halt so lange seine Scheiße. Es ist noch möglich, den PB um ein paar Sekunden zu verbessern, aber dass wir da gerade getroffen wurden. Ach, es gab wirklich 3 Keypoints, die diesen Run versaut haben. PB! PB! Wir haben trotz 3 großen Fehlern ein Personal Best erlangt. Es waren 51 Minuten, 51 Sekunden und 90 Millisekunden. Ich habe da jetzt mit rausgerechnet, dass ich erst rund eine Sekunde, dass ich rund eine Sekunde zu früh gestartet und rund eine Sekunde zu früh, zu spät den Timer beendet habe. 51 Minuten, 1 Sekunde 90, habe ich jetzt einfach eben noch 2 Sekunden aus dem, was mein Laptop mir hier gibt, rausgenommen. Jetzt mal im Ernst. Stellt euch vor, wie gut dieser Run gewesen wäre. Hätten wir nicht diese vor allem 2 großen Keypoints gehabt. Etwa 1 Minute ist draufgegangen wegen den Pilzhäusern. Oder Item Encounter, ihr wisst, was ich meine. Dann wären wir auf 50 und eine Sekunde. Dann, wenn wir diesen Secret Exit geschafft hätten. Oh, wir wären echt auf 47,5 oder so gewesen. Aber trotzdem haben wir den Personal Best noch einmal um ungefähr oder sehr genau 30 Sekunden verbessert. Ich hätte es ehrlich gesagt nicht gedacht,
Wir haben wirklich in vielen Leveln eine bessere Performance hingelegt als letztes Mal. Was halt einfach das Ende war, war 8-1. Das sage ich, wie es ist. Ich weiß nicht, ob es sich für mich zeitlich gelohnt hätte, mich umzubringen, nochmal in 8-1 zu gehen und den Secret Exit dann zu holen. Wisst ihr, ob sich das gelohnt hätte zeitlich? Wären wir da schneller gewesen? Ich habe keine Ahnung. Aber ja, zweiter Run, 51 Minuten und eine Sekunde. Ich werde wie letztes Mal gucken. Auf speedrun.com oder .net, weiß gerade nicht mehr, lol. Welche Platzierung würden wir damit erreichen? Der Any Percent Wert, den wir mit 51,9 erreichen würden, wäre Platz 59. Wir wären in den Top 60 mit diesem Wert. Hier sind auch überall diese Videos dabei. Gerade noch den Ton vor der Werbung ausbekommen. Ja, ich werde das Ganze trotz allem einsenden. Hoffe, dass es klappt. Wäre halt schon scheiße, wenn das wegen diesem Cut nicht klappt. Ich muss mir irgendwas ausdenken, durch das ich das trotzdem bekomme dann. Ja. Wie viel bräuchten wir für eine Top 50 Platzierung, interessiert mich gerade. What the fuck? Es gibt keinen Platz 50. Weil es zweimal die 49 gibt. Das heißt, für einen Platz 50 ein Theoretiker. Nee, das wäre 51. Für Platz 50 können wir nicht erreichen, 49. Brauchen wir 48 Minuten, 36 oder weniger. Vor allem, wenn ich dran denke, der Run hatte echt die Möglichkeit für so 47,5. Was Platz 47 entsprechen würde. Das Ziel ist und bleibt sub 50 seconds. Das bleibt immer, also dieser Run, ich will hier auch nochmal betonen. Ich bin ja gerade ein bisschen auf Discord nebenbei und bin deswegen auch gerade ein bisschen durch. Es tut halt schon weh. Vom Skill her war der Run deutlich besser als der letzte. Muss ich so sagen. Der war einfach besser, der Run. Aber diese drei Pilzhäuser waren schlimm. Und 8-1, Alter. 8 fucking 1. Dieses eine Level hat den Run, muss ich so sagen, dieses eine Level hat den Run zerstört. Ich muss echt mal gucken. Zwar wäre 8-4 ein Scrolling-Level, aber es wäre definitiv schneller gewesen als zwei Level, in denen wir beide nicht so schnell sein können. Ja, die beiden Level haben jetzt letztendlich nicht so lang gedauert und es hat ja trotzdem noch für ein Personal Best gereicht. Was aber vor allem dem zugute zu schreiben ist, dass wir dieses Mal im letzten Level deutlich besser performt haben. Ich muss auch sagen, in der Hitze der Situation meinte ich gerade auch, dass das mit der Feuerblume natürlich ganz schlimm war, aber andererseits überlege ich gerade, ob ich wirklich schneller mit der Feuerblume ein Leben abgezogen hätte, als ich es letztendlich mit dem Bowser Junior habe. Naja, zweiter Run ist zu Ende. Wir werden irgendwann die Sub 50 knacken. Vielleicht wird dieser Run ja angenommen. Schön wär's. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und oder ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.